Komm. Brrrt. Brrrt. Ja, aber. Ja? Dann kannst du ihn ranholen. Okay? Ja. So, und wenn ich ihn jetzt mehr Schritt gehen lasse, filmst du mal jetzt gleich hier das Nachbar. Ich hab's eben mal. Pass auf, guck. Aus. Einmal Deckel zu. Ja. Dabei, cool. Komm. Hörst du wieder die Schlauchgeräusche? Ja. Genau. Interessant. Guck, da sucht er jetzt auch die Tiefe. Ja. Die Ausbinder hängen durch. Ist das so? Mhm. Er hängt also nicht da drin. Schlimm. Muss mal ein bisschen aufs Maul zoomen. Ja? Okay? Mal ein bisschen ans Maul gehen vom Pferd. So, guck mal, jetzt mache ich mal so. Und dann öffnet er das Maul sofort. Da. Ja? Okay, ja. Er will sich die Ton machen. Komm, komm.
Mhm. Ja? Und wenn dann das Gebiss auf die Lade kommt, das Problem, das er so gemacht hat, kommt von hinten irgendwo. Ja? Das Problem, wenn das Gebiss auf die Lade kommt, dann entsteht sich auch eine Scheibenüberformung. Okay. Sicher. Würde jeder sagen, der läuft doch gut, oder nicht? Läuft gut, aber. Also von hinten nicht so ganz. Das ist schon brav und alles, aber. Mhm. Jetzt hast du gesehen, drei Hochbeine ist gut, jetzt kannst du.